Namaskaram, Sadhguruji. Könntest du mir bitte erklären, was eine Aura ist? Was ist? Aura. A-U-R-A. Jede Substanz auf dem Planeten hat ein bestimmtes Energiefeld um sich herum. Oder was du als Substanz auf dem Planeten siehst, ist in Wirklichkeit Energie. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass die gesamte Existenz Energie ist. Ein Teil der Energie hat sich zu einem gewissen Grad an Schwingung manifestiert, was sie zu einer physikalischen Form macht. Ein anderer Teil der Energie manifestiert sich nicht in einer physischen Form, aber hat immer noch eine Form. Also diese Form, die noch nicht physisch ist oder sich weigert, physisch zu werden, aber immer noch eine Form behält, das ist eine Aura. Oder das wird eine Aura genannt. Auren gibt es in vielen Arten. Man kann von einer pechschwarzen Aura zu einer rein weißen Aura wechseln. Zwischen diesen beiden gibt es 1 Million Schattierungen. Grundsätzlich wird der physische, mentale, emotionale und energetische Zustand dessen, wer du gerade bist, auf eine bestimmte Art und Weise durch deine Aura repräsentiert. Oder er ist sichtbar durch die Aura. Zu viele fantasievolle Geschichten wurden darüber erzählt, besonders von der heutigen New Age-Szene. Vieles davon ist erfunden, aber es hat auch etwas Substanz. Ich glaube nicht, dass du dir über solche Dinge Gedanken machen solltest. Versuche nicht, die Aura von Menschen zu sehen. Die Aura ist die äußere Erscheinung der Person. Ich möchte, dass du etwas mehr auf den Kern eines Wesens schaust, anstatt auf die Oberfläche zu schauen. Oberfläche ist für Ärzte, weil sie einen körperlichen Teil reparieren wollen, der bei jemand gestört sein könnte. Oberfläche sollte nicht im Interesse eines spirituell Suchenden sein. Dies ist mehr Oberfläche als die Haut. Was du als Aura bezeichnest, ist noch oberflächlicher als die Haut, weil sie noch weiter draußen liegt. Es mag also gewisse, wenn jemand die nötige Kenntnis hat, mag die einen gewissen Zugang zur Natur der Person geben. Aber du schaust nur auf die psychologische, emotionale und physische Struktur des Menschen. Am besten ignorieren Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg befinden, die Aura, ihre eigene und die aller anderen, und konzentrieren sich auf den Kern. Wenn du auf den Kern fokussiert bist, hast du eine wunderbare Aura. Wenn dein Fokus auf der Oberfläche liegt, hast du eine armselige Aura. Schau also nicht ständig auf die Aura anderer Leute und deine eigene. Es ist Zeit, dass du auf den Kern von diesem hier und jenem da schaust. Wenn du dir den Kern von diesem hier anschaust, dann wirst du natürlicherweise auch den Kern von allem sehen, denn im Kern existiert dieses und jenes nicht. Im Kern existiert nur dieses hier. Auf der Oberfläche existiert dieses und jenes.
Also, du weißt, die Leute sagten, Schönheit sei oberflächlich. Ja, bestimmte Art von Schönheit ist oberflächlich. Du würdest niemanden mit abgezogener Haut mögen. Wenn du jemanden mit abgezogener Haut sähest, würdest du nicht denken, dass sie schön ist, selbst wenn es die gleiche Person ist. Auf diese Weise ja. Aber die Aura ist noch nicht mal oberflächlich. Es lohnt sich also nicht, Zeit dafür zu verschwenden. Wenn du dir des eigentlichen Kern bewusst wärst, mag nur die Oberfläche für dich sichtbar sein, aber der Versuch, die Aura der Menschen zu sehen und zu lesen, ist eine Dummheit. Du verschwendest dein Leben mit dem Versuch, solche Dinge zu tun. Wenn du bewusst bist, wenn du eine gesteigerte Wahrnehmung hast, kannst du vielleicht Dinge sehen. Es ist gut, Dinge zu sehen, die da sind. Wenn du anfängst, Dinge zu sehen, die nicht da sind, dann graduierst du vom Ashram in die Irrenanstalt. Wenn viele von euch in diese Richtung gehen, können wir den Ashram in eine Anstalt verwandeln. Ja? Also es ist sehr wichtig. Wir wollen dies als einen Ashram behalten. Willst du ihn zu einer Anstalt machen? Nein. Wir wollen ihn als Ashram behalten. Also bitte, wenn du das hier als einen Ashram behalten willst, musst du dich auf den Kern konzentrieren, nicht auf die Oberfläche. Zu viel Oberflächliches bedeutet, dass wir den Ort in ein Irrenhaus verwandeln. Alle Arten von Spinnern, die glauben, dass sie spirituell sind, es gibt zu viele solche Typen auf dem Planeten. Sie sind die größte Abschreckung für andere Menschen, um nach irgendeiner Spiritualität zu streben. Wegen zu vieler solcher Spinner wollen vernünftig denkende Menschen, die etwas sensibler sind, mit Spiritualität nichts zu tun haben. Also bitte mach daraus keine Anstalt. Wenn du dorthin gehen musst, dann werden wir dich dafür vorschlagen, aber verwandle den Ort nicht in eine Anstalt.